Also die Polizei, wir holen heute nicht uns raus. Pascal und Fidan. Freunde und Helfer, Sensor gelacht, ihr seid Lakaien des Staates, Diener der Macht, ihr schützt ein System, dessen Sklaven ihr seid, schützt Nazis und Faschos, hier und weltweit, ey, überall Polizei, nirgendwo Gerechtigkeit, überall Polizei, nirgendwo Gerechtigkeit. Vor Gericht seid ihr gleicher, gleicher als die, die ihr verprügelt, das ist Demokratie. So läuft's doch ständig, das kennen wir schon. Es lohnt sich noch kurz zu warten. Und für die, die am Anfang schon da waren, wissen, dass es am Anfang und am Ende offenbar am spannendsten ist. Vielleicht überlegen die sich da drüben ja noch ein paar Anzeigen, die sie uns reindrücken können. Mindestens eine wissen wir schon. Das eine Plakat war zu doof, haben sie gesagt. Dafür gibt es eine Anzeige. Der nächste Redebeitrag ist von Rabe von den Busters. Hallo, ich bin Rabe von den Schwurbelbusters. Und wir haben heute eine Mahnwache organisiert, da die rechtsextremen Polizistin, die ursprünglich beim Spezialeinsatzkommando hier in Münster waren, wieder im Dienst sind. Super. Die neuen Dienststellen sind mir unbekannt. Aber von den 16 im letzten Jahr suspendierten BeamtInnen sind 15 wieder im Dienst. Bei der 16 Personen wird die Einstellung des Verfahrens momentan verhandelt. Der Grund, warum sie noch im Dienst sind, der Chat war nicht öffentlich. Leider handelt es sich bei rechtsextremen Chatgruppen in deutschen Behörden und auch bei eindeutig rechtsextremer Gesinnung um keinen Einzelfall. Auch wenn Herr Reul das Gegenteil behauptet. So gab es den Fall des rechtsextremen Offiziersanwärter Franco A., welcher einen Terroranschlag geplant haben soll bzw. geplant hat. Simon Neumeier, ein ehemaliger Polizeischüler, sagte, dass er diverse Formen von Rassismus durch andere PolizistInnen mitbekommen hat. So sagte sein Ausbilder auf der Schießbahn, dass aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen die Fähigkeit zu schießen sehr, sehr wichtig ist. 15-20% der deutschen PolizeibeamtInnen haben laut Studien der Ruhr-Uni Bochum eine gefestigte rassistische Anschauung. Und wer was dagegen macht, muss mit Versetzung und Karriereeinschränkungen rechnen. Das sollte in einer Demokratie nicht so sein. Ich fordere alle rechtsextremen PolizistInnen, SoldatInnen und weitere Beamten sofort entlassen zu werden. Egal, ob Sie jetzt eine private Chatgruppe haben oder einen Anschlag planen. Danke für eure Aufmerksamkeit und überall Polizei, nirgendwo Gerechtigkeit! Nirgendwo Gerechtigkeit. Überall Polizei. Nirgendwo Gerechtigkeit. Totale Überwachung, keine Freiräume mehr. Euer System wird totalitär. Wer euch nicht passt, wird zum Gefährder gemacht. Wird schikaniert und in U-Haft gepackt. Dankeschön. Die Gitarre steht übrigens zur Verfügung.